Herzlich willkommen jetzt in diese Kettis. Und heute spielen wir oder abgestürzt. Garry's Mod. Das ist aber nicht die echte PC-Version, weil ich kein PC besitze. Ich kaufe mir bald einen, aber gut ist es. Garry's Mod sieht genauso aus. So wie Half-Life 2. Okay. Es hat nicht so viele Möglichkeiten wie Garry's Mod, es hat nur diese zwei Leisten. Sprengfässer und Möbel. In echten Garry's Mod gibt es noch Gegner, Hapcrabs und alles mögliche. Ich habe mir gestern... Verdammte Kacke. Gestern Watch Dogs 2 geholt. Im Urlaub. Sicher lade ich irgendwann noch dazu ein Video. Aber erstmal zeige ich euch beide Maps. Komm schon, ist hier jetzt irgendwo ein Online-Spieler? Das nervt total. Das hier ist Wasser. Okay, jetzt zeigen wir euch erstmal den Möbel. Ich will nur gucken, ob es euch gefällt. Ich weiß, meine Stimme hat sich krank an. Ist aber nur eine G-Mod-Verarsche. Leider. Obwohl, zum Glück, in echten Garry's Mod kann man dort rein und wie bei... Eigentlich kann man nicht, das ist mit dem Doppelsprung, aber das ist halt ein Glitch, der bei der Ecke passiert. Das ist mir noch nie passiert. Nein, kein Kack. Scheiße. Juhu! Ein untexturierter Raum. Help me. Help me. No. This is not a game. Natürlich gibt es noch eine zweite Map, aber erstmal zeige ich euch alles, was in dieser kleinen Map. Erstens, es gibt die Pistole. Zweitens, diese angemalte und falsch texturierte AK. Dann noch die goldene AK-47, das ist eine meiner Kalaschnikow. Dann die Schrotflinte. Ich habe auch GTA 5 auf meinem Handy. Ich weiß. 99% aber haben mich nur abonniert, entweder aus Mitleid oder weil ihnen nur ein Video gefallen hat. Bei dem einen Video habe ich mal 100 Daumen nach oben bekommen. Bei diesem Minecraft-Film. Ich hoffe, sowas würde ich auch mit Abonnentenzahl erreichen. Also ich werde bald dieses Jahr noch einen zweiten YouTube-Kanal eröffnen. Er heißt Diesegetti LP. Den werde ich aber erst mit 16 so richtig starten. Fragt euch wieso? Ich will hier auf und mich. Michael, schau in die Kamera. Damit ich zitiere jetzt. Nicht so eine nervige Stimme, aber dort werden wir alle möglichen Spiele und dieser Kanal wird dann nicht verrotten, sondern etwas eine sinnvollere Beschäftigung hat. Er wird zum Animations-YouTube-Kanal. Da werden Tutorials und richtig animiert. Oh, zur Badewanne. Damit der Kacke ist zusammengewachsen. Also, bis unendlich. Oh, bis Unendlichkeit und noch viel weiter. Das würde passieren, wenn ein erwachsener Mann noch ein Kind wäre. Steinhart. Steinstark. Verdammt. Ich bin hier übrigens im Wohnzimmer.
Okay, das ist dumm, wenn man im Wasser ist und Couchpaddel erzählt. Nochmal dieselbe Couch. Buh! Sieht doof aus. So sieht die unten aus. Jetzt werde ich einen Code sagen, den nur meine Freunde verstehen. DX3V8. Der wird irgendwann in meiner Serie vorkommen. Ich versuche mit dem Boot ins Wasser zu gehen. Komm schon. Der Händler sagt dir, es hat einen Motor. Dieses Loch, was eigentlich für das Sinken immer verantwortlich ist, sagt er, ist ein Motor. Also glaube ich ihn, er ist ja der Fachwissende. Okay, starten. Gutes Boot, hat er gesagt. Mieses Boot ist das. Boah, da läuft ja in Wasser hinein. Na, mein Spaß. Dieses Spiel hat die genauen Texturen wie Half-Life 2 und die Garry's Mod. Okay, ein bisschen verschlechtert. Man kann nicht alles haben. Ach, und dann alle, die in meiner Schule mich immer beleidigen, nur weil ich einmal angeblich in meinem Mario World Let's Play Flipflop gesagt habe, sage ich nur zu denen, die mich dadurch schikanieren, sage ich nur, fickt euch. Und zu denen, die es nicht getan haben, danke. Das ist jetzt nur ein paar Klassen. Ja, ich rede mit dir, Nico. Ich habe nicht seinen Nachnamen erwähnt, also es ist auch nicht recht, kann man mich auch nicht rechtlich dafür verklagen. Hätte ich jetzt den Nachnamen gesagt, da könnte er mich rechtlich verklagen. Was aber durch ein Bundesjugendgesetz nicht möglich war, weil ich nicht über 16 Jahre alt bin. So, Fachwissen nun gesagt. Das noch ein Getränkautomat. Ich bin übrigens der reichste Mensch der Welt. Das sieht man doch. Nein! Scheiß drauf! Fick dich! Ja? Falsche Richtung. Na, sehen Sie sich diese Details an. Man kann hier mehrere Sorten von Wasser, Sprudelwasser, stilles Wasser, Sprudelwasser, stilles Wasser, Sprudelwasser und alle die, eure Lieblingssorten an Wasser. Oder Sie bestellen sich eine Pizza. Sie haben die Wahl. Oder rufen Sie Pepsi-Man. Ich kann es einfach nicht. Haben eine grauenhafte Stimme. When you see looking in your eyes. Aber vorher gehe ich in den Supermarkt. Funko Punch! Dann gibt es noch das Ding da. Und zu guter Letzt Explosion. Ich sag Explosion. Ja. Und ich werde nichts rauschen. Es ist genauso wie ein Livestream. Einmal etwas Falsches gesagt, bleibt es so. Ich nehme jetzt eine andere Map. Ich erstelle euch. So sieht Map Nummer 2 aus. Ich empfehle euch dieses Spiel. Die Texturen. Aber alles geklaut von Gmod, also Garry's Mod, ein etwas älteres Spiel. Und das ist nur eine Mod von Half-Life 2. Einer der besten Spiele, die ich hier gespielt. Nintendo ausgeschlossen. Nintendo hat immer bei mir Vorrang. Und wem es nicht gefällt, dann kann ich mich anfangen, piep, abschleppen. Ist das klar? Okay. Leider kann ich noch nicht wirklich was reinschneiden, so wie Memes oder sowas.
Das war's jetzt mit dem Video. Abonnieren nicht vergessen.